Die Europapokalgruppenphase ist in Magdeburg angekommen. Nach dem zähen 23:23 in Kolding am vergangenen Wochenende stand am 19. Februar das erste Heimspiel der EHF-Gruppenphase an. Der Gegner war das Team von Grundfos Tatabánya KC aus Ungarn, das ein Auftaktmatch gegen Maccabi Castro Tel Aviv in Ungarn gewinnen konnte. Auf Magdeburger Seite musste also ein Sieg her, um klare Verhältnisse zu schaffen. Helfen sollte dabei auch Kapitän Fabian van Olfen. Für ihn ist es Spiel 1 nach der Bekanntgabe seines Wechsels zum TBV Lemgo am Saisonende. Der SCM am Anfang in ungewohnter Formation. Coach Bennett Wiegert hatte das Team umgebaut. Neu in der Startformation waren heute neben Fabian van Olfen auch Nemanja Selenovic, Rechtsaußen Daniel Pettersson und Dario Quenstedt im Tor. Der stand nach nicht ganz einer Minute auch schon im Mittelpunkt und pariert hier die erste Aktion der Ungarn durch Demis Grigoras. Im Gegenzug geht es dann schnell, Cristiano Sullivan mit dem ersten Tor der Partie. Erste Minute, Kontertor 1-0 für den SC. Die wenigen, aber dafür umso lauteren Fans der Ungarn mussten sich bis zur dritten Minute gedulden. Dann stellte Milos Bozovic auf 1-1 für die Gäste. Und erster Treffer für Tatabánya Torschütze. Der SCM kontrollierte schon früh das Spiel und somit bot sich für die Neuen in der Startformation die Gelegenheit, sich auszuzeichnen. In Minute 6 landet ein O'Sullivan-Pass bei Daniel Pettersson, der seine Sprungkünste zeigt und auf 3-1 stellt. Und weil es das bisher so selten gab, hier nochmal in Zeitlupe. Tatabánya-Coach Vladan Martic zieht daraufhin nach 6 Minuten die erste Auszeit. Und die Auszeit für Tatabánya. Minute 9, erster 7 Meter für den SCM, wie immer eine Sache für Robert Weber. Robert blieb in diesem Spiel Kurzarbeiter, verwandelte aber alle drei SCM 7 Meter sicher. Beide Abwehrreihen packten ordentlich zu, auch die umformierte Magdeburger Defensive. Hier ringt Fabian van Olfen Chabot Schelösi nieder und muss dafür für 2 Minuten auf die Bank. Und Zeitstrafe, SC Magdeburg Suspension. Der SCM kann sich früh ein kleines Torepolster erarbeiten, sich aber nicht wirklich absetzen. Die Ungarn finden immer wieder Wege durch die Deckung, hier Janos Denesch zum 11:9. Die Magdeburger Führung pendelte zwischen 2 und 4 Toren, mehr ließ die ungarische Deckung nicht zu. Da braucht es dann schon mal ein typisches Damgard-Tor. An 2 Gegenspielern und dem Torwart vorbei. Das letzte Tor der ersten Hälfte gehörte auch den Hausherren. Jelko Musa steht nach einer eigentlich guten Rettungsaktion von Akos Pastor goldrichtig und verwandelt im Fallen zum 17:13. 30. Spielminute, 17:13 für den SC. Akos Pastor mit der Nummer 4 ist es auch, der für sein Team die zweite Hälfte eröffnet. 17:14 in Minute 32. Für die Magdeburger ist im Gegenzug wieder Michael Damgard erfolgreich. Er wird am Ende mit ganzen 9 Treffern bester Werfer des Teams werden. Trotz Rückstandes bleiben die Ungarn aber immer gefährlich. In Minute 42 setzt Milos Vujovic zum Tempogegenstoß an und verwandelt sicher gegen Dario Quenstedt. 22:19. 19. Treffer, Tatabánya Torschütze. Näher als 2 Tore herankommen die Spieler aus Tatabánya aber nicht. Dafür legt der SCM Mitte der zweiten Hälfte nach und zieht hier durch Yves Grafenhorst auf 5 Tore davon. 25:20. Und 47. Zwischenzeitlich beträgt die SCM-Führung sogar 7 Tore, doch die Ungarn stecken nicht auf und kämpfen weiter. 28:22 in der 51. Minute. 22. Treffer, Tatabánya. Im direkten Gegenzug stellt Jelko Musa auf 29:22. Es folgen nun fast 9 Minuten ohne SCM-Tor. Scheinbar schwindet die Konzentration und führt dann zu solchen haarsträubenden Fehlern. Glück für den SCM. Im Tor Dario! Bennett Wiegert reagiert und gibt neue Anweisungen. Trotzdem scheint vor dem Tor auf einmal nicht mehr viel zu funktionieren.
Cristiano Sullivan mit einem schönen Pass auf Yves Grafenhorst, der aber am stark reagierenden Gästekeeper scheitert. Gleich mehrfach ist er in dieser Spielphase Endstation für die Magdeburger Angriffe. Tatabanya nutzt das und kämpft sich wieder auf 4 Tore heran. Zu Beginn der Schlussminute versucht Akos Pastor Dario Quenstedt zu überlisten. Der streckt sich aber und hat den Ball sicher. Im Tor, den Schlusspunkt setzt wieder Schelko Musa, der 7 Sekunden vor Schluss die torlosen Minuten beendet und den Endstand markiert. Oh, 30:25. Der SCM siegt also durchaus verdient, aber nicht unbedingt schön gegen Tatabanya. Trotzdem haben die Magdeburger damit 3 Punkte aus 2 Partien geholt und liegen auf Platz 2 der EHF-Gruppe C. Erster ist Kolding mit ebenfalls 3 Punkten, die Samstag schon Maccabi Tel Aviv mit 31:25 besiegt haben. Die Israelis sind am 4. März der nächste Gruppengegner des SCM, gespielt wird dann in Tel Aviv. Doch jetzt erst einmal die Stimmen zum Spiel. Also das Spiel war hässlich heute. Wir haben viele Dinge verbessern, aber trotzdem gewinnen wir, das ist wichtig heute. Wir mussten arbeiten, jetzt haben wir eine Woche, wo wir ein bisschen mehr locker sein und bereiten uns für das nächste Spiel. Tatabanya war die Abwehrmannschaft, die ihr erwartet habt? Ja, glaube ich. Die machen viel Bewegung in der Abwehr. Trotzdem haben wir manchmal gut gemacht, aber wir haben ein bisschen wie kein Gucken an. Ja, also ist ja klar, wenn wir etwas effektiver gewesen wären, dann vielleicht ein paar, weil es ist etwas höher ausgefallen. Ich meine, in der ersten Halbzeit, in Anfang, da holt Dario auch ein paar wichtige Bälle. Geht die rein, dann ist es wieder umgedreht. Also deswegen, ja. Ja, wir haben gewonnen mit 5 Toren. Du hast es schon richtig gesagt. Damit können wir jetzt nach 2 Spielen die Bilanz ziehen. Wir haben 3 Punkte. Wir können es da besser machen als heute. Es war sicherlich nicht unser bestes Spiel. Letztendlich zählen die Punkte hier und ja, die haben wir. Die Abwehrschlacht oder die Abwehrleistung der Ungarn hat man so erwartet, denke ich, oder? Ja, sie haben robust gespielt, haben gegengehalten, das hat man gesehen. Wir können natürlich in der Schlussphase, wenn wir 2, 3 Tore mehr machen, gehen wir hier mit 8 oder 9, dann sieht die Welt anders aus. Letztendlich, wir gewinnen das Spiel und ich bin weit weg davon, irgendwas schlecht zu reden. Letztendlich ist es ein Ergebnissport und das Ergebnis haben wir heute geliefert.